Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition Nuzlocke Challenge und willkommen zu meiner ersten Aufnahme in der neuen Bude. Falls sich das irgendwie anders anhört als sonst, wisst ihr jetzt warum. Falls sich das irgendwie scheißerer anhört als sonst und ihr so nicht leben könnt, da unten rechts, da müsste so ein Knopf sein, abonnieren bzw. deabonnieren, da könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr mich zum letzten Mal gehört. Okay, so, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir hier von Metaross City da in die Richtung nach Malvifor City offscreen reisen. Aber dann ist mir eingefallen, dass wir hier in Metaross City ja noch was zu tun haben, ne? Das habe ich vergessen, als wir hier das erste Mal waren. Und das kann man mir nicht übel nehmen, weil das ist so leicht zu verpassen, ja? Das sieht man nicht direkt. Ja, das ist in so einer hintersten Ecke hier irgendwo in der Stadt, ne? Und, also ich weiß jetzt wo, aber das kann man schnell mal übersehen, ja? So, also, wie gesagt, da kommt man nicht so oft vorbei. Hier ist ja das Pokémon Center, ne? So, und jetzt pass auf. Man muss nämlich hier hin, ja? Hätte doch keiner dran glauben können, dass da irgendwas Spannendes ist. Vor allem nicht, weil hier ja so ein Schild ist, ne? Was sagt, hier drin ist etwas. Komm doch mal rein. Nein. So, okay. Wir gehen mal rein. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Ja, dankeschön. Nein, warte. Sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Yay, VM 1. Und das ist der liebe Zerschneider. Yay. Wahnsinn. Jedes Pokémon, das diese Attacke gelernt hat, kann Bäume damit zerschneiden, wenn der Trainer den Stein unten besitzt. Jo, den Hammer. Und im Gegensatz zu Tam kann eine VM mehrfach gelehrt werden. Ja, okay. So, ja, also jetzt haben wir den Zerschneider. Und den lehren wir auch direkt einem unserer Viecher. Wer auch immer das lernen kann. Raphael und Franzl. Okay, ich glaube, ich mache das mal lieber hier zum Raphael. Weil der Franz, der braucht seine Attacken wohl eher als hier der Raphael, ne? Und ich würde schon fast hier die Zornklinge einfach mal verlernen lassen. So. Und den Zerschneider, den brauchen wir auch in Zukunft, ja? Ohne den können wir, glaube ich, nicht weiter, oder? Oder doch. Naja, auf jeden Fall haben wir ihn jetzt. So. Und mit dem Zerschneider können wir auf jeden Fall Orte erreichen, wo wir vorher vor so lustigen kleinen Bäumchen standen, ne? Wie zum Beispiel hier rechts da. Pokémon. Ja, und deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit verplempern, ja? Und da noch die restlichen Trainer kloppen und die Items aufsammeln. Die werden zwar jetzt ein bisschen unterlevelt sein, ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Sind wir wenigstens schnell fertig, ne? So. Ab da durch, noch ein Pokémon. Fuck. Das ist alles so zeitverplempert, weißt du? Und dann der Schwalbini, dann ist auch so, hey! Ja, mit dem Schnabel so weit geöffnet. Hey, du! Geh weg, verschwinde. Keiner mag dich. Geh sterben. Ja, tschüss. Ja. So, was ich machen wollte, weil das letzte Mal ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, ne? Ich wollte mal gucken, was meine Viecher hier eigentlich für Items haben. Du hast den EP-Teiler, aha. Und du hast Pudersand, aha. Ja, okay. Wieso hast du den EP-Teiler? Wahrscheinlich um ein bisschen zu leveln, ne? Aber andere könnten auch leveln, also könnten es auch gebrauchen. Zum Beispiel hier der Franz, ne? Der ist zwar zwei Level höher als Mothra, aber der kann sich wenigstens noch entwickeln, ne? Das ist mir jetzt ziemlich Latte. So. Einmal runter. Und dann kriegst du den EP-Teiler. So, wunderbar. Okay. Dann gehen wir jetzt hier hin und zerschneiden einmal hier den Busch. Schink. Yay. Yeah. So, Tipps für Trainer. Dein Beutel hat mehrere Taschen. Items werden automatisch in die dafür vorgesehene Tasche gelegt. Kein Trainer kann auf einen eigenen Beutel verzichten. Ja. So, und hier ist ein Doppelkampf. Hi. Damit du es nur weißt, ich bin noch nie von irgendjemand irgendwo in irgendwas geschlagen worden. Noch nicht mal von deinem Vater damals als... Na gut.
Schau dir das hinreißende Fell meiner Pokémon an und du wirst dich vor Bewunderung kampflos ergeben. Unwahrscheinlich, sage ich dazu. Ziemlich unwahrscheinlich. Ein Schnösel und eine Lady, Carola und Klaus. Mit einem Luturzel und Zickzacks. Level 8, ja. Wie erwartet, ein klein bisschen unterlevelt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich hätte ja eigentlich schon früher hergekonnt. Ja. Aber gut, besser spät als nie, ne? So, Franzl erreicht Level 24, seht ihr? Seht ihr? Und wenn wir jetzt hier Torlinde ein bisschen leveln, ne? Dann kriegt der liebe Franz ja keine Erfahrung, ne? Also wenn er keinen EP-Teiler gehabt hätte. So, und der braucht aber, ne? Weil er sich ja auch entwickeln kann und wir seine Entwicklung brauchen. Und deswegen machen wir das so, ne? So. Attacke. Los Mothra. Yeah. Sehr schön. Boah, guck mal, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Heftig. Also das ist eigentlich, wie gesagt, ziemliche Zeitverschwendung, das Ganze. Ne? Wir müssen hier gar nicht kämpfen, beziehungsweise her. Ne? Aber hier gibt es noch Beeren und Items und so. Und die hätte ich gerne. Ne? Sind zwar nicht relevant für das Weiterkommen im Spiel, aber, ne? So. Hi. Na, ihr? Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Okay. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Okay. Wahrscheinlich auch so Level 8. Voll stark, ey. Orlando und Ricarda mit einem Traslau und Meryl. Alles klar. Okay. Also ich denke mal, das Meryl, das wird nicht sehr lange leben. Funkensprung. Batz, weg damit. Ah, jetzt können wir Traslau natürlich nur nicht sehr effektiv treffen, aber egal. Machen wir mal. Mal gucken. Ach ja, doch. Also mit dem Volltreffer, wer hätte mit dem Volltreffender rechnen können, hä? Mothra, oh ja. Richtig krasses Vieh bist du. So, fertig. Wie ich sagte, ne? Schnell rum das Ganze. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst, daher habe ich verloren. Nein, du hast einfach ein ziemlich schwaches Pokémon. Deswegen hast du verloren. Du bist mir haushoch überlegen. Jupp. Korrekt. Achso, du willst, dass ich deine Nummer mir in das Ding da einspeichere? Ja, natürlich, sehr gerne. Was sagen denn deine Eltern dazu, dass du deine Nummer einfach wildfremden Leuten gibst? Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du dein Leben lang hier in dem Wald hockst? Mit einer Göre, alleine, im Wald. Eine Maronbeere, aha. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das, oder auch gehofft, dass das Singelbeeren sind. Aber Maronbeeren, die könnten unter Umständen auch nützlich sein. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz so traurig. Nehmen wir einfach alles mit. So, der Boden ist wieder weich und lehmig, natürlich. Und hier ist ein Äther. Kann man auch gebrauchen. Okay, sehr schön. Dann gehen wir wieder zurück. Und machen uns jetzt auf den Weg nach Metaross City, da kommen wir doch ja mal vor City. Oh, du bist das. Du hast mir nicht nur im Blütenburgwald geholfen, sondern auch mein gestohlenes Paket zurückgeholt und nach Graffitbot City gebracht. Captain Brick hat uns über die Ankunft des Pakets unterrichtet. Vielen, vielen Dank. Jo, kein Ding. Wäre ich ein Meer, würde ich dich in Dankbarkeit baden und als Held auf meinen Wellen tragen. Ich habe für dich den wunderbarsten Trainer. Gute Nachrichten. Unsere Firma hat vor kurzem eine neue Art von Pokéball entwickelt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit schenke ich Ihnen den wunderbarsten Trainer. Wieder Ball erhalten. Unser neuer Pokéball wird im Pokémon-Markt in Metaverse City erhältlich sein. Bitte probieren aus. Vielen Dank und lebe wohl. Ja, bis dann. Tschüss. Okay. Also, hier. Wieder Ball haben wir jetzt gekriegt. Ich habe eigentlich gehofft, Flurmel. Ich habe eigentlich gehofft, dass der mir einen Meisterball in die Hand drückt. Ja, aber dafür wäre es wahrscheinlich ein bisschen früh im Spiel. Nein, weil die gesagt haben mir, ja, ne, hier neue Pokémon-Art entwickelt, ach, Pokémon-Ball-Art entwickelt, ne, hier voll geil und so. Ja, und dann ist es nur ein Wiederball. Na gut. Was so ein Wiederball macht, ist eigentlich selbsterklärend. Der fängt Pokémon, die wir schon gefangen haben, wie zum Beispiel so ein Flurmel, fängt der besser.
Ja, das ist in so einem Nuzlocke natürlich ein bisschen unnötig, ne? Weil mir ja nur Pokémon fangen, die wir noch nicht gefangen haben. Ne? Alle anderen, die dürfen wir ja, haben wir ja am Anfang des Projekts geklärt, die dürfen wir ja einfach links liegen lassen. Ne? So, und wieso greifen mich hier eigentlich drei Flurmel an? Habt ihr euch zusammengeschlossen und gesagt, ja geil, ne? Wenn der jetzt hierher läuft, ne? dann machen wir einfach mal. So, auch wenn wir überhaupt keine Chance haben. Lass mich doch einfach hier durchlaufen, bitte. Ah. Jetzt musste ich hier 3 AP verschwenden. Alles ist hier Verschwendung, ja. Bis ich beim Vulkan bin, ist alles hier verschwendete Zeit. So, Schwester Joy, bitte einmal heilen hier. Ich habe nämlich, wie gesagt, 3 AP verschwendet und das geht ja so nicht, ne? So, und jetzt bitte einmal sputen. Auf nach Malfur City. So, da sind wir. Dann da hoch. Dann rechts, dann hoch. Und dann hier durch. So, also hier auf der Route waren wir schon mal. Aber wir gehen jetzt dahin, beziehungsweise fahren dahin, ne, wo wir das letzte Mal nicht herkonnten, weil da jemand stand. So. Aber jetzt steht da keiner mehr. Hallo, na du? Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Auf jeden Fall. Bitte hier entlang. Seilbahn fahren. Hier in Koblenz haben wir ja auch eine Seilbahn, ne? Geht vom Deutsche Eck hoch auf die Festung. Voll nice. War ich noch nie drauf. Ja, als Koblenzer weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, aber... Naja, gut. Seilbahn gefahren. Yay, Wahnsinn, voll cool. Okay, willkommen auf dem Schlotberg. Wenn sie die Landmassen vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Wasser-Pokémon. Ja. Wir werden weiter für mehr Land sorgen. Mhm. Also die wollen mehr Land, die wollen mehr Wasser, ist beides irgendwie ziemlich dumm. Aber gut, ne? Wenn die sich einmal was in den Kopf gesetzt haben, ne, da sind die schlecht vom Gegenteil zu überzeugen. Was ist da denn hier? 3-1 oder was? Das ist ziemlich fair. Du gehst das Wasser aus dem Weg! Wir werden das Ding zum Leben erwecken, zum Wohle aller. Wer ist aller? Meteoriten stecken voller Energie. Welch Weisheit. Dieses lässige Team Aqua. Sie versuchen alles, unsere Pläne zu vereiteln. Ja. So, mein lieber Pirat Adrian. Grrr, Karsten. Ich hätte es wissen müssen. War doch klar, dass du hier auftauchst. Aua. Schau dir ruhig an, was die Fanatiker von Team Aqua... Magma vorhaben. Sie wollen die Kraft des gestohlenen Meteoriten in den Vulkan geben. Arr. Und das wird den Vulkan zum Ausbruch bringen. Arr. Na dann, kämpft ihr mal weiter. Hi. Wir sind Team Magma. Sie sind Team Aqua. Ich finde es total bescheuert, dass sie einen Namen haben, der unserem ähnelt. Wir sind Team Aqua. Sie sind Team Magma. Ich koche über vor Wut, weil sie so einen verwirrenden Namen verwenden. Ja, sonst habt ihr keine Probleme, ja? Mist, die Magma ist uns zahlenmäßig überlegen. Wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Yeah, taucht sie ins Feuer. Das sind solche Spacken, ne? Ich weiß auch nicht. So, hi, was ist denn mit euch hier? Tut mir leid, ich habe gerade mal überlegt. Irgendwie sieht das da rechts, ne? Die Rüpelin. Die sieht irgendwie sehr seltsam aus. Also hätte ich jetzt meinen Mauszeiger oder so, ne, könnte ich euch das mal zeigen, was ich meine. Aber diese schwarzen Pünktchen vor dem Körper, ne, das sollen, glaube ich, denke ich mal, die Arme sein oder was, ne. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Stummelarme von einem T-Rex, wisst ihr? Und der ganze Körper sieht irgendwie auch eher so aus, als wär das vielleicht so ein Dino oder so, ne. Weil auch der Rücken so gekrümmt ist und die hochreichigen Schuhe, die sind so... Naja, komm. Auf jeden Fall sehe ich das jetzt die ganze Zeit. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln. Und wenn das Ding mehr Land schafft, gibt es auch mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich. Ja, also wie gesagt, T-Rex, ne? So. Also das sagt jetzt jede Rüpelin ab sofort. So, dann macht mal Zubat und Kamau. Aha, aha.
Okay. Also ich meine, Zubat ist überhaupt kein Problem. Kamaup könnte da schon eher Probleme bedeuten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so tragisch sein wird. Komm her. One Hit. Nicht ganz. So, also wir müssten auf jeden Fall mit Torlinde jetzt gleich mal austauschen, ne, für Kamaup. Sonst wird das uncool. Intensität, aber immerhin nur 5. Das übersteht Torlinde. Sehr gut. Okay. Ja, wie gesagt, die tauschen wir aus. Am besten zu Mushu. So, und du Konfusion. Weiterhin, ne? So wie vorhin. Kannst auch verwirren, Mothra, ne? Ist auch kein Problem. Ja, das ist auch sehr gut. Mushu. Dann ist die Intensität noch ein bisschen geschwächt. Ja, aber Verwirrung ist nicht. Schade. Oh, sogar Intensität 4. Wahnsinn. Das tut bestimmt sehr weh. Aua. So, Biss. Wir brauchen eine Wasserattacke auf Mushu, ey. Dringend. Konfusion. Drauf da. Ja, sehr schön. Auf Wiedersehen, Kamaup. Die Kamaups sind leider, wenn es jetzt nicht gerade Wasserattacken sind, sehr, sehr widerstandsfähig. Und das ist doof. Bitte? Was sagst du? Ich hab verloren? So, tschüss. Hi. Da bist du also einen weiten Weg hier hochgelatscht. Tja, du kommst ja zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorfälle bereits bei meinem Boss abgeliefert. Was? Ach Gott, ach Gott. Sowas, ach nein. Ach so. Oh. Du bist ein Vorsitzender, Magma-Vorsitzender Kalle. Aha. Erkennt man aber ziemlich schlecht. Du siehst irgendwie aus wie jeder andere. Also, so, austauschen natürlich. Miguel hat doch Wasserattacken, oder? Nö. Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ja, geil. Dann nehmen wir am besten mal den Franz. Oh nein, nein, nein. Oh, das ist eine schlechte Idee. Carsten, was machst du denn da? Glut. Okay, sehr gut. Okay, nee, alles klar. Wäre jetzt eine Bodenattacke gekommen, dann wäre das sehr effektiv gewesen. Egal, ich bleib drin. Doppelkick. Bam, in Gesicht. Yeah, sehr gut. Ich werde jetzt einfach mit Franz alles doppelkicken. Ja? Alles doppelkicken, was mir entgegengestellt wird. Yeah, und einen Haufen Erfahrung. Noch ein Kamaup, sehr geil. Haben wir schon Erfahrung, ne? Ja. Bam. Und bam, was? Das überlebst du? Was? Intensität, da kommt die Bodenattacke. Oh, Intensität 6. Das ist sehr effektiv. Aha, okay. So, Doppelkick. Also wie gesagt, ne? Es ist gefährlich, ja? Wir spielen wohl gerade mit dem Feuer. Wisst ihr, wegen den zwei Feuer-Pokémon, ne? Kamaup und hier der Franz. Und wir sind gerade bei dem Vulkan. Was machst du denn da? Einmal zu viel A gedrückt. Sorry. Bitte kein Flügelschlag. Doch, Flügelschlag. Fuck. Okay. Ja, wir tauschen da mal aus, ne? So, am besten zu Torlinde. Das sind meine besten Pokémon momentan, glaube ich. Ja, das darfst du gerne machen. Gegen Torlinde kein Problem. So. Funktioniert mein Controller nicht richtig oder was? Ich wollte eigentlich Funkensprung. Aber der hat nicht registriert, dass ich nach unten drücken wollte. Naja, egal. Da ist es jetzt eben paralysiert. Passt schon. So, jetzt aber. Gott. Weg mit dir. Gut, und du hast jetzt wahrscheinlich nur Zubat, oder was? Nur noch Zubat? Das wäre eigentlich ziemlich gut. Fände ich ganz geil. Pfiffien noch. Okay, naja gut. Ist auch in Ordnung. So, Funkensprung. Und wir müssen gleich mal heilen. Yeah, sehr gut. Na, Kalle, was sagst du jetzt? Du Vorsitzender. Du Möchtegern, du. Auch wenn ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Dann? Was ist denn dann? Was ist dann? Boss, beeil dich! Gib ihm die Energie des Meteoriten! Ekelhafter Typ. So, Beutel. Ja, hier haben wir noch so einen Trank. Das kann hier gerne auf Mothra. Wir haben nämlich hier noch... Nein. Och, Alter. Wir haben hier nämlich noch ein paar Supertränke, genau. Die kommen hier drauf.
Und die kommen hier drauf. Sehr gut. So, jetzt können wir weiterlaufen. Jetzt bin ich ein bisschen sicherer. Hi. Die Kraft, die in dem Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und... Hä? Wer bist du denn? Das ist der Mark. Adrian hat sich über ein Kind beklagt, das sich in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischt. Der müsste jetzt eigentlich mittlerweile Euro heißen. Ne, wegen Mark, Euro, deutsche Mark. So. Dieses Kind musst du sein. Du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Magmas Angelegenheiten einmischen? Hör gut zu. Schon lange Zeit nutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen. Da ist das Land wichtiger als alles andere. Es ist die Wiege allen Lebens. Daher widmet sich die Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, was im Inneren dieses Berges schläft. Nun, mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Jetzt will der Herr, der liebe Herr Euro will mit uns kämpfen. Mit einem Magnein. Alles Klärchen, mein Bärchen. Okay, das ist jetzt uncool. Ich würde mal hier Donnerwelle direkt mal, ne? Ja. Das werde ich mal ein bisschen verkrüppeln, ne? So, dann bist du nämlich ein ganzes Stück lang langsamer, ja. Franz, komm mal her, bitte. Du wirst da jetzt draufkloppen mit deinem Doppelkick. Denn der Biss, der macht nix. Etwas hat er gemacht, ja. So, weg mit dir und weg mit dir. Oh, reicht nicht ganz, schade. Aha, siehste, meine Paralyse wirkt. Mein Plan ist aufgegangen. Och, super Drang, dein Ernst? Na gut, egal. Egal. Ich krieg mal schon noch kaputt. Mein Bestester. Ich habe nur Angst vor deinen weiteren Pokémon. Was? Wurde zurückgerufen? Oh mein Gott. Das ist ja ganz was Neues. Seit wann machen das NPCs hier in dem Spiel? Naja, okay. Warum nicht? So. Glut, bitte. Superschall? Haha, geht daneben. Nochmal Glut. Oh yeah, perfekt. So, du hast einen Kamerupt, oder? Jawohl, scheiße. Das ist jetzt heftig. Ich würde sagen, wir bleiben da einfach mit Mushu drin, weil die Bodenattacken, die haben überhaupt keine Wirkung und Feuerattacken sind nicht sehr effektiv. Und wir haben seinen Angriff gesenkt. Tackle. Jawohl, okay. Wir können leider auch nur mit Biss angreifen. Und mit Tackle, aber Tackle macht nichts. Glut. Bitte nicht brennen. Nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen. Danke. Das dauert jetzt ein bisschen. Nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen. Okay, also von mir aus kannst du Glut, ne, wie oft machen. Ist überhaupt kein Problem. Nur bitte nicht verbrennen. Alles andere ist mir ziemlich egal. Zurückschrecken. Geil. Schon zum dritten Mal in Folge. Gefällt mir. Das gefällt mir. Zum vierten Mal in Folge. Komm, alle guten Dinge sind... Och, nö. Ich hoffe, ich habe genügend Bisse. Wenn er sich immer wieder heilt. Wow. So oft hintereinander schreckt er zurück. Was ist denn los? Aha, jetzt. Ich dachte schon, ich habe das Spiel irgendwie kaputt gemacht oder so. Es ist schon unwahrscheinlich, so häufig hintereinander zurückzuschrecken. Na gut. Aber ich beschwere mich ja nicht, ne? Ich wundere mich nur. Nicht brennen. Bitte nicht. Danke. Batz. Nochmal und weg damit. Also hier dieses Kamerupp, das ist schon, wie gesagt, ohne Wasserattacken. So, das Magnein, alles klar. Ja.
Da tausche ich nochmal aus, denn mit vermindertem Angriff kann ich hier nichts anfangen. So, Franzl, komm mal her, bitte. So, jetzt gibt's noch einen Doppelkick ins Gesicht. Und dann haben wir den Euro besiegt. Yeah. Sehr schön. Gefällt mir. Na, was sagst du dazu? Wie bitte? Ich, Euro, wurde ganz hinterhältig besiegt. Hinterhältig? Was? Das war sehr fair. Genug. Ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommen hast. Ja, ich befürchte auch. Auch ohne Meteorit, wenn wir erst die Kugel haben. Ja. Oh, Adrian. Also diese Stimmen, ne? Die sind Gift für meinen Hals. Karsten, danke. Mit deiner Hilfe haben wir den zerstörerischen Plan von Team Magma durchkreuzt. Aber du, auf welcher Seite stehst du? Ach, das ist egal. Wir werden weiter unsere Augen aufhalten und Team Magma beobachten. Karsten, wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss, du Landrade. Ja, geil, okay. Sehr schön. Dann haben wir das, ne? Wir könnten ja mal schauen hier. Warte mal. Also jetzt haben die sich hier alle in Luft aufgelöst, ne? So. Hi, wer bist du denn? Willst du nicht kämpfen? Lava-Kekse sind die Spezialität am Schlotberg. Nimm eine, kostet nur 200 Poké-Dollar. Nö. Oh, ist gut. Pff, wer weiß, was da drin ist. So. Super Trank. Ja, Mushu auch, genau. So. Dann nochmal. Dann da. Dann nochmal. Und. Ja, nee, das passt schon so. Okay, was ich noch gucken wollte. So, haben wir hier eine Wasserattacke, bitte? Nö, haben wir nicht. Das ist kacke. Keine Wasserattacke. Dann gucken wir mal mit Felsgrab. Vielleicht kann das ja jemand. Nur der Franz. Ja, nee, komm, dann lassen wir es gut sein. Okay, gut. Hier hören wir jetzt erstmal auf. Hier beenden wir die Aufnahme. Und hier unten, ne? Da, wo der Pfeil so schön leuchtet. Ne, da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Wird spannend. So viel sage ich schon mal. Weil in der nächsten Folge, da passiert etwas. Yay, eigentlich passiert in jeder Folge etwas, Carsten. Du Dummbatz. Ja, aber in der nächsten Folge passiert auch etwas. Also schaltet ein. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.